Habe ich viszerales Fett? Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Und um diese Frage zu beantworten, ist vielleicht erstmal wichtig zu wissen, was ist viszerales Fett überhaupt? Es gibt im Prinzip zwei grundlegende Unterschiede, wenn wir über Bauchfett sprechen. Einmal ist es das subkutane Fett. Und das subkutane Fett ist das Körperfett, was du greifen kannst, was über deiner Bauchdecke hängt. Ja, bei uns Männern quasi der Rettungsring seitlich, aber auch vorne gibt es ja diesen Rettungsring und das ist das Körperfett, was du greifen kannst. Das ist das subkutane Fett. Aber das viszerale Körperfett ist hinter der Bauchdecke. Das kannst du nicht mit den Händen angreifen. Das hat auch nichts mit dem bekannten Rettungsring zu tun. Und dieses viszerale Fett ist an sich, wenn es in einer okayen Menge vorhanden ist, vollkommen gut und auch vollkommen nützlich, denn eine der Aufgaben des viszeralen Fetts ist es, dass es einfach deine Organe in deinem Bauchraum puffert. Ja? Um deine Organe herum ist dann dieses Fett und es ist wie so ein Airbag auch, damit es einfach geschützt ist vor Erschütterungen und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite ist viszerales Bauchfett auch wichtig, weil dieses viszerale Bauchfett Entzündungen in deinem Körper nicht fördert, sondern dafür notwendig ist. Und Entzündungen, ja, sind, wenn man jetzt mit dem ersten Blick drauf schaut, sind Entzündungen vielleicht was Schlechtes. Aber ich will einfach mal nur, dass du dir kurz mal überlegst, wenn sich dein Sohn oder deine Tochter irgendwie am Finger schneidet. Ja, also jetzt nicht nur einfach ein bisschen anritzt, sondern wirklich schneidet und das sich dann entzündet. Ich meine, überleg mal, die Entzündung, ja, ist vielleicht dann so auf den ersten Blick was Schlechtes, aber wenn sich der Finger oder der Schnitt nicht entzünden würde, dann würde auch keine Heilung anfangen an dem Punkt. Und deswegen sind Entzündungen per se nicht jetzt generell schlecht. Die Frage ist einfach nur, wie viel Entzündungen sind halt noch gut? Wie viel Entzündungen sind halt notwendig, damit der Schnitt in dem Finger deiner Tochter, deines Sohnes halt eben sich entzündet, aber dass die Entzündung quasi der initiale, der initiale Prozess ist, damit da auch Heilung stattfinden kann. Wenn einfach zu viel Entzündungen dann am Start sind, wird es halt irgendwann schlecht, wenn das Übergewicht nimmt. Macht das soweit Sinn? Und deswegen ist auch das viszerale Fett in einer gewissen Menge vollkommen okay, weil es wichtige Funktionen in deinem Körper übernimmt. Aber wenn das viszerale Bauchfett halt zu viel wird, dann haben wir halt ein großes Problem. Dann finden halt mehr Entzündungen in deinem Körper statt, als halt einfach notwendig sind. Naja, und jetzt halt also, habe ich viszerales Bauchfett? Kannst du ganz einfach beantworten. Du hast auf jeden Fall eine Menge subkutanes Fett, wenn du so richtig mit der Hand halt reingreifen kannst, hier vorne am Bauch oder seitlich am Bauch und wenn du halt einfach richtig fest greifen kannst. Das ist relativ einfach zu bemessen. Um herauszufinden, ob du jetzt halt viszerales oder vermehrtes viszerales Bauchfett hast, nimmst du einfach ein Metermaß, ein Maßband und misst einfach mal deinen Bauchumfang. Und da gibt es zwei Werte. Wenn du jetzt halt heute googelst, ja, was jetzt quasi ein okayer Bauchumfang ist oder was du jetzt halt Grenzwerte für Bauchumfänge sind, dann findest du zwei Werte. Einmal mehr als 94 cm und einmal mehr als 102, glaube ich. Warum glaube ich die Zahl? Warum habe ich die nicht so genau im Kopf? Naja, weil die für mich eigentlich nicht relevant ist. Ich erkläre dir kurz warum. Stell dir mal vor, du lebst in einem Gebiet, ja, irgendwo in Amerika oder so, wo halt wirklich krasse Hurricanes, also richtig krasse Wirbelstürme am Start sind. Stell dir das nun mal vor, dass du da lebst. Jetzt meine Frage, wenn du an einem Ort lebst, wo es wirklich krasse Hurricanes gibt, die halt wirklich jetzt nicht nur dein Hab und Gut zerstören können, sondern auch dein Leben kosten können. Wann willst du dann wissen, dass so ein Hurricane auf dich zukommt? So kurz bevor er quasi um die Ecke ist, so dass du nicht mehr wegfahren kannst, nicht mehr flüchten kannst, weil alle flüchten? Oder willst du da so früh wie möglich Bescheid wissen, dass du Vorkehrungen treffen magst? Und da ist die Antwort ganz klar. Wenn es um unser Leben geht, wenn es um dein Leben geht, wenn es ums Leben unserer Kinder geht, dann wollen wir sowas früh genug wissen, oder? Und was hat das jetzt mit diesen zwei Werten zu tun? Naja, ganz simpel und einfach. Bei einem Bauchumfang, glaube ich, von 102 oder 104, ja, wenn du das heute googelst, da ist die Korrelation, also die Möglichkeit, dass du Herz-Kreislauf-Probleme bekommst, Schlaganfall, Herzinfarkt, Diabetes und so weiter und so fort, ist es schon extrem erhöht.
Und das ist bei einem Bauchumfang, wenn er größer ist als 102, da ist das schon extrem erhöht, dieses Risiko. So, jetzt meine Frage nochmal zu dem Sturm, weil du fragst dich vielleicht, was hat das jetzt mit dem Wirbelsturm zu tun, von dem er da gerade erzählt hat. Willst du jetzt halt wissen, oder willst du jetzt erst wissen von dem Wirbelsturm, wenn er quasi um die Ecke ist, dass du dich nicht mehr retten kannst, dich und deine Familie? Oder willst du es früh genug wissen? Und dafür ist eben dieser zweite Bauchumfangswert wichtig, diese 94 cm. Weil ich sage, wenn dein Bauchumfang heute 94 cm ist, dann kannst du halt entweder sagen, ja okay, bis 102 habe ich ja noch ein bisschen Luft. da habe ich noch ein bisschen Spielraum. An dem Bierbauch kann ich noch ein bisschen arbeiten. Also 102 kann ich mir schon erlauben. Aber 102, wenn wir ehrlich sind, da ist die Kacke schon richtig am Dampfen. Das ist so, wie wenn der Wirbelsturm quasi schon um die Ecke ist. Du kannst nicht mehr flüchten und fahren, weil quasi alle, die es verpennt haben, sich auf den Weg machen und überall Stau ist. Deswegen ist dieser Wert von 102 für mich null relevant, wenn es um deine Gesundheit geht, wenn es um deinen Bierbauch geht, um deinen Bauchumfang. Deswegen fokussiere ich mich auf die 94. Und ich sage sogar, wenn dein Bauchumfang mehr als 92 ist, dann klingeln, sollten die allerersten Alarmglocken schon läuten. Miss einfach mal, ob du 92 oder mehr Zentimeter hast. Und wenn das der Fall ist, dann ist das das erste wichtige Zeichen, dass es Zeit ist, echt was anzufangen. Wenn du noch nach mehr Bye-Bye-Bierbauch-Tipps suchst, dann such einfach hier unten in der Videobeschreibung und findest du einen Link zu einer ganzen Playlist, die ich für uns Väter und Männer gemacht habe. Und lass uns gerne auch in den Kommentaren unten drunter austauschen, wie ich dir vielleicht noch weiterhelfen kann. Alles Liebe, alles Gute und ciao.